waren, haben das sehr gefasst aufgenommen. Ich denke, man ja, kann sich über das Los ja, freuen. Wir wissen zwar, dass Udine eine sehr, sehr starke Mannschaft ist. Ja, denke, dass wir mit dem Heimspiel auch hoffentlich wieder vorlegen können und ja, dann in Italien dann das Weiterkommen sichern können. Ich glaube, das ist eine interessante Begegnung. Italien ist ein schönes Land. Und ja, ich glaube, dass es für die Fans auch ganz angenehm ist, da hinzukommen. Und von daher ist es ganz gut. Wir haben ja schon mal Bekanntschaft gemacht mit Udinese, wir haben ja schon mal gespielt, wissen von daher, dass es eben nicht so einfach ist, gegen diese Mannschaft zu bestehen. Sie stehen im Moment im mittleren Bereich der Tabelle in Italien. Sie haben jetzt den Titelverteidiger ausgeschaltet. Also das macht man nur mit einer starken Leistung. Man hat ja vorher gesehen, was dort von den Mannschaften abgefragt worden ist. Also man muss da schon hervorragend drauf sein, um sich durchzusetzen. Und es wird sicherlich eine schwere Partie. Der Vorgang bleibt so. Letztendlich, wir starten zu Hause, was auch Weiterkommen dann bedeuten würde, wenn es so wäre, dass man auch wieder zu Hause spielt in der ersten Partie. Also insofern haben wir ja gemerkt, dass das vielleicht nicht das Schlechteste für uns ist. Wir hoffen natürlich, dass das weiterhin Bestand hat. Ich glaube, dass ein Gegner, das vielleicht zu uns passt, bei Fußballerisch. Und das muss man sehen. Ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich gegen so italienische Mannschaften ganz gut agieren und so. Ich glaube, das passt ganz gut. Aber klar ist, wir müssen natürlich 100% fokussieren auf ein Spiel, wenn dann das Spiel kommt. Aber erstmal gibt es dann kann morgen spielen in der Bundesliga und dann ist Nationalmannschaft und so. Also im Moment dann glaube ich, dann müssen wir an Bundesliga denken. Wir haben gegen die gespielt in Champions League vor 2 Jahren, so ungefähr. Ja. Und ja, da haben wir gut ausgesehen gegen die und ich sehe keinen Grund für Panik oder so etwas. Ich denke, das können wir zufrieden sein. Das war das Heimspiel, glaube ich, das ziemlich turbulent zuging, glaube ich, ein 3-3, kann das sein? Ja, also es ja, war ein sehr, sehr heißes Duell und ich denke, Udine hat sich da auch wenig verändert von ihrer Spielweise. Sie sind, denke ich, hin sehr, sehr kompakt und verfügen über ja, sehr, sehr gefährliche Stürmer. Die Natale, der damals auch schon mitgespielt hat, der immer wieder gefährlich ist, der italienische Nationalspieler ist. Also müssen wir schon auf der Hut sein. Halbfinale dann gegen Hamburg. Das ist so eine Geschichte, wo man sagt, das hätte vielleicht noch nicht unbedingt im Halbfinale sein müssen. Ja gut, immer muss man mal, um Sieger zu werden, muss man immer jemanden gegen diese Gegner und das ist kein Problem dann. Halbfinale ist okay. Wenn es so kommen würde, würden wir uns darauf freuen. Das ist denke ich, es wäre eine wunderbare Sache, wenn es zu einem deutschen Halbfinale kommen würde. Das würde nämlich auch bedeuten, dass eine deutsche Mannschaft im Finale stehen würde. Und ich glaube, beide Mannschaften würden sich darüber freuen, das zu erreichen. So ein Nordderby, denke ich, verliert nie an Reiz, auch wenn man das in 3 darauffolgenden Wochen dann immer wieder hat. Also es wäre sehr, sehr, sehr reizvoll und wir ja, würden uns natürlich dann erstmal über das Weiterkommen gegen Udine freuen und dann auch ja, gegen unseren Nachbar aus Hamburg dann ja, alles dafür tun, damit wir vielleicht ein Finale erreichen können. Gegen Inter gut ausgesehen, hat Mailand rausgehauen. Jetzt werden einige sagen, na, Udinese, das ist ja jetzt im Vorbeigehen zu erledigen. Was sagst du denen? Dass das immer wieder neue Aufgaben sind und dass wir so schön wie es heißt, 90 Minuten dauert das Spiel und ja, dass 0-0 anfängt und dass wir da gewinnen müssen. Normal, ja. Gegen Inter haben wir gewonnen, hier zu Hause in Champions League, jetzt Mailand rausgeworfen aus UEFA-Pokal und ja, dritte Glück muss auch sein hier. Ja. Ich glaube, dass die Mannschaften, die jetzt noch im Viertelfinale dabei sind, alle ihre Qualitäten haben und dass da keine großen Unterschiede, was die sportlichen Qualitäten betrifft, zu sehen sind, sondern da werden Kleinigkeiten entscheiden. Deswegen wollen wir nicht so viel vom Finale reden, sondern erstmal die erste Aufgabe mit Udine möglichst erfolgreich erledigen und dann gucken wir weiter.
Wir sind immer noch dabei und natürlich ist das, was wir erreichen will, und das probieren wir auch. Aber das, um da hinzukommen, müssen wir erstmal 100% fokussieren auf Spiel zu Spiel. Und jetzt ist, wie gesagt, bei Dortmund da.